Ja, Allegra, miteinander. Es erwartet euch ein literarischer Beitrag, bevor ich Anweisungen gebe, wie man Nackenverspannungen erfolgreich loswirkt. Ich bin hier nicht alleine, also lasst euch nicht beirren von Hintergrundgeräuschen. Ich bin an einem Fluss, es rauscht. Ich bin im Fluss. Ich bin berauscht und so denke ich, passt das alles schon irgendwie zusammen. Umwege über die Literatur, Einführung in die Ästhetik oder warum ich konservativ bin. Die Aspirantinnen der Literaturdeutungshoheit stehen im Badeanzug mit Badekappe am Kolloquiumsrand und strecken ihre Hände in die Höhe, bereit, in die Sätze zu springen. Die Buchstabenbacchantinnen umgarnen mit geschürzten Lippen ihren Professor, der politisch korrekt Nietzsches Frauenfeindlichkeit konstatiert, entgegen des Einwandes, dass der Mann, der dem Weibe das Weibische austreibe, auch noch geschaffen werden müsse. Eine reife Dame zitiert das alte Weiblein, das Zarathustra zur Peitsche rät und bevor die Analyse vom höheren Menschen in eine Antifeminismusdebatte ausufert, opfert sich eine magere Studentin mit tief liegenden Augen, eine nächste Passage vorzulesen, vom Professor dazu auserkoren. Die geäderten Augen lassen seine Liebe zum Rotwein vermuten, auf ihn projiziert die Strebsame, deren Haut ein leichter Flaum überzieht, ihre heimlichen Schlinggelüste. Im Raum klappen immer mehr Leitern ihre Schenkel auf, nur auf dem Kopf des Professors wollen sie nicht zum Stehen kommen. Er wirft sie lässig achtlos zur Seite. Aber warum bloß stellt dieser seine Leiter nicht ins Parlament oder zumindest ins Fernsehen? Nietzsche Advokat, warum sprechen sie nicht das Wort zum Sonntag? Wo können sich die Gedanken besser entfalten als im klassizistischen Waldhaus, dessen Decken höher sind als die Tannen vor der ovalen Glasfront, welche den Gast vor der Welt oder die Welt vor dem Reichtum abschirmt? Treffpunkt der letzten Bourgeoisen, Müßiggänger in Hosen, die den Anschein erwecken, als ob sie Jackson Pollock persönlich bei der Arbeit getragen hätte. Ergrautes Haupthaar mit dem Mobiliar verwachsene Körper, auf einen letzten Auftritt wartend, aber der Applaus gebührt der Hauskapelle von der Ewigkeit, die niemals weghört, die den müden Blick des Kontrabassisten einwebt und vor sich herträgt. Eine Frau mit kurzgeschorenen grauen Haaren betritt den Salon. Ihre ausdrucksstarken grünen Augen saugen die Atmosphäre auf, um sie binnen Sekunden in ihre Bestandteile zu zerlegen, das Verwertbare wütend verschlingend. Schmeichelnd, sanftmütig, ihre Bewegungen muskulös, ihr Körper, vielleicht ist sie auch ein Mann oder das Moderne, weder noch das Dazwischen, die Atempause in der Meditation, eine Unendlichkeit. Warum, war die Frage, ist Nietzsche heute so populär, wenn er doch über die Weiber, die Knechte und den Pöbel fluchte? Weil der Sack spannt und der Knüppel raus will. Bei all der zuckerschnutigen Höflichkeit, der Geducktheit und Gedrücktheit, den Verdauungsproblemen, Ekzemen, Exzessen der herrschenden Klasse, immer mit einem Fuß im Puff und mit der Nase im Koks, braucht er seinen Toten, der die Wahrheit sagt. Man kann ihn diskreditieren, verleumden, für Verbrechen missbrauchen, man kann ihn aber niemals daran hindern, wiedergeboren zu werden. Der Geübte geht immer zuerst an der Kuchenvitrine vorbei. Andere lernen noch den Zarathustra auswendig, die fleißigen Theologen. Hoffentlich bereiten sie ihren Auftritt in der Talkshow vor. Vom höchsten redenden Idealen der Selbstermächtigung, der Macht, der Kraft, vom Willen, auf das sich der Herrschaftspöbel die Augen reibt und jammert, da hat jemand von Macht gesprochen. Ja, das kommt doch von Machen, ihr Pflaumen, ihr Dörrobst, ausgedientes, konservierte Lethargie, ihr wundgesessenen Macht, Macht, Macht. Ich machte und erzähle euch gleich noch, warum ich so weise bin, weil die Feuerwerke gezündet werden müssen, bevor der Regen kommt. Ja.
ein Wort zumute noch, der kommt, wenn man seinem Gefühle folgt und nicht dem Muhen, dem Wiederkäuen. Noch entsteht kein ökonomisch nutzbares Biogas aus dem Magen der Kühe. Einzig dem Kellner, der sich aus der goldenen Zeit der Grand Hotels ins Jetzt extrapoliert hat, sei das Wiederkäuen verziehen. Es ist in seiner tausendmal erprobten Weise elegant, offensichtlich, floskelhaft, niemals abgenutzt, weil er selber zu keiner Art gehört, weil er sich weigert, dem Dienen unterwürfig zu sein und dabei besser dient als der beste Christ und die abgebrühteste Dirne zusammen und dennoch oder gerade deshalb die Menschen noch liebt. Ja, tropft es vielleicht von der Decke, dass sie ihren Zeigefinger hochstrecken. Diese Kellner sind die getürmten Raubkatzen der Zeitzoos, die schmeicheln, um im nächsten Leben zu bestechen. Und es folgt der Auftritt des begabten Kindes, das sich vorgenommen hat, Rache für die durchlittene Langeweile seiner Kindheit zu üben, indem es seine Kollegen mit seinem Vortrag zum ungeduldigen Scharren verleitet. Er traktiert sie mit seinen zu langen, komplizierten Sätzen, die sich gegenseitig auflösen. So webt das Kind seine Negativerfahrung von Ewigkeit, der entaromatisierte Kaugummi auf farblosen Wänden in Räumen ohne Mobiliar zu einem Teppich, um diesen genüsslich rhythmisch auszuklopfen, um seine Zuhörer, die längst an anderes denken, schließlich mit ihrem eigenen Niesen zu foltern. Der Geburt einer Tragödie durften wir Zeuge sein. Applaus, Applaus, der abgründlichste Gedanken entstand beim Niesen.